nachdem mein Vorredner einen allgemeinen und vor allem auf die Universitäten gerichteten Überblick zur nationalsozialistischen Vertreibungspolitik gegeben hat, will ich nun die Aufmerksamkeit auf die physikalisch-technische Reichsanstalt lenken und darlegen, in welchem Maße diese außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die ja lange Zeit als die größte und modellhafteste außeruniversitäre Institution in Deutschland galt, dann sozusagen in Konkurrenz ab 1910 mit der Max-Planck-Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, also auf diese doch bedeutende Institution meinen Fokus lenken und darlegen, in welchem Maße diese Forschungseinrichtung vom Furor der rassistisch und politisch motivierten NS-Entlassungspolitik betroffen war und wie speziell das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 dort umgesetzt wurde. In den ersten Wochen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ging es mit der sofort einsetzenden und stark forcierten Verfolgung und Ausschaltung politisch Andersdenkender, namentlich von aktiven Parteigängern und führenden Repräsentanten der Kommunistischen Partei und der Sozialdemokratie, um so die nationale Revolution zu sichern. Als Stichworte seien hier der Reichstagsbrand vom 28. Februar und das damit verknüpfte Ermächtigungsgesetz vom 24. März genannt. Diese fanden in der Reichsanstalt als einer wissenschaftlichen und damit vermeintlich unpolitischen Institution zwar keinen belegbaren Widerhall, aber unter den alten Kämpfern und anderen Nazi-Anhängern in der Belegschaft der PTR, die es nicht in geringer Zahl damals gab, wurde dies sicherlich als Ermutigung, wenn nicht gar als Aufforderung verstanden, auch in der Reichsanstalt die Säuberung des Beamtenkörpers im Sinne des Nationalsozialismus anzugehen. Wie in anderen Institutionen wurden diese Wochen auch in der Reichsanstalt zur Stunde der NS-Betriebszellen sowie entsprechender Denunziationen und Diffamierungen. Als beispielsweise am 8. März 1933 nach der Reichstagswahl vom 5. März auf Veranlassung der NS-Betriebszelle sowie der NS-Beamtenarbeitsgemeinschaft auf dem sogenannten Observatorium, hier zu sehen, das in spontaner Begeisterung über den gewaltigen Wahlerfolg die Hakenkreuzfahne gehisst worden war, ich wollte hier noch sozusagen eine Montage machen, aber mein Medienberater hat mich doch da sozusagen empfohlen, das vielleicht nicht zu machen, weil es könnte missverstanden und in den Kanälen des World Wide Web doch irgendwie missbraucht werden. Also stellen Sie sich hier sozusagen an dem Fahnenmast die eine Hakenkreuzfahne vor. Als diese also in spontaner Begeisterung über den gewaltigen Wahlerfolg die Hakenkreuzfahne, Zitat, gehisst worden war, wurde diese nach etwa einer Stunde wieder eingezogen. Laut einem denunziatorischen Brief an den für die PTR zuständigen Innenminister Wilhelm Frick geschah dies auf Betreiben von Richard Viehweg, Leiter des Hochspannungslabors und nach Veranlassung des Präsidenten Friedrich Paaschen, in dessen Präsidentenvilla dann auch die eingezogene Fahne wieder verbracht wurde. Wie man den Brief der NS-Betriebszelle an den Reichsinnenminister entnehmen kann, rückte dann am folgenden Tag ein SA-Sturm an, um vom Präsidenten in angemessener Form die Herausgabe der Fahne zu fordern, die dann auch durch Paaschen unter Protest ausgehändigt wurde. Anschließend wurde die Fahne erneut gehisst, diesmal jedoch auf dem Hauptgebäude, dem heutigen Siemensbau. Wir werden das bei Bedarf sozusagen, ist ja in Rundgrad angeboten, die Orte noch sehen, also direkt sehen können. Jetzt sind sie alle hinter dem Baumaßnahmen sozusagen verschwunden. Ja, also auf dem Siemensbau sozusagen gehisst.
Allerdings vermerkt der Brief, dass nur ein, Zitat, nur ein verhältnismäßig geringer Teil der Beamten und Angestelltenschaft diesem Vorgang aus ehrlichem Herzen zugestimmt habe. Der größte Teil verhielt sich ziemlich ablehnend und passiv, da schon seit vielen Jahren eine Auslese in demokratischer Richtung bei der Einstellung getroffen wird. Dazu werde ich später noch mal was sagen. Zitat Ende. Trotz dieser Denunziation hatte der Vorfall weder für Paaschen noch für Viehweg negative Konsequenzen, was bislang in der Literatur nicht zuletzt von mir selbst so erklärt wurde, weil man juristisch eigentlich keine Handhabe gegen Paaschen und Viehweg hatte und sie wohl auch durch ihre Prominenz als Präsident und als leitender Mitarbeiter geschützt waren. Hinzu kam, dass Paaschens Tage als PTR-Präsident ohnehin gezählt waren, da er vor der Pensionierung stand und auch Viehweg sich anschickte, die PTR zu verlassen, denn ein Ruf an die TH Darmstadt stand in Aussicht. Übersehen wurde bei dieser Argumentation jedoch, dass es weder Paaschen noch Viehweg waren, die die Fahne sozusagen eingeholt hatten. Wir sind schließlich in einer Behörde, wo es sozusagen sehr hierarchisch vorgeht. Ein Zufallsfund förderte zutage, und hier danke ich nochmal den Enkel von Herrn Popsin, der mir einen Brief schrieb, hatte von dem gehört, was wir hier machen, und mir das erklärte, so wie er es von seinem Großvater hatte. Also ein Zufallsfund förderte zutage, dass vielmehr der Ingenieur und im Laboratorium für Viskosimetrie und Erdölapparate angestellte Erich Popsin derjenige war, der die Hakenkreuzfahne eingeholt und auf den eventuell sogar die Anregung zur Flaggeneinholung zurückgeht. Im Gespräch mit Kollegen soll Popsin die Überzeugung vertreten haben, dass die Fahne dort nicht hingehöre. Beim Einholen der Fahne wurde er aber offenbar von SA-Leuten beobachtet, denn in den folgenden Tagen war die SA hinter ihm her und er musste sich so für einige Zeit bei Verwandten versteckt halten. Aufgrund des Paragraphen 2 des Berufsbeamtengesetzes, auf den ich jetzt gleich kommen werde, wurde er schließlich zum 1. Juli 1933, ist wahrscheinlich der früheste Entlassene, aus seiner Anstellung an der PTR entlassen. Nach mehrmonatiger Arbeitslosigkeit wurde Popsin dann im Folgejahr als Techniker von der Lufthansa eingestellt. Und nach dem Zusammenbruch Hitler-Deutschlands konnte er auch wieder als Wiedergutmachungsmaßnahme an die PTR bzw. DAMW, also das die Ostneugründung, zurückkehren. Allerdings nur kurzzeitig, und denn vom Ende der 1940er Jahre bis zu seiner Pensionierung war er dann als Ingenieur in der privaten Wirtschaft beschäftigt. Kommen wir zum Erlass oder zum des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums am 7. April 1933 verabschiedet. Dieses kam für die Reichsanstalt, wie wohl auch für andere Wissenschaftsinstitutionen, wie man zum Beispiel aus dem verdienstvollen Buch von Rüdiger Hartmann über die Generalverwaltung der MPG entnehmen kann, doch einigermaßen überraschend. Und das Gesetz fiel hier an der PTR zudem in eine schwierige Zeit des Übergangs. Wie schon gesagt, die Pensionierung von Friedrich Paaschen, der seit 1924 Präsident der Reichsanstalt gewesen war, stand auf der Tagesordnung. Und nachdem mit der nationalsozialistischen Machtübernahme das Reichsinnenministerium die Regelung der Nachfolge energisch an sich gezogen hatte, wurde nicht nur bestimmt, dass Herr Paaschen infolge der Erreichung der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand verabschiedet werde, sondern das Ministerium zauberte auch gleich noch mit Johannes Stark einen Nachfolger aus dem Hut, der zwar als Physiknobelpreisträger des Jahres 1919 die für das Amt nötige wissenschaftliche Prominenz und auch Expertise besaß, doch in der Physikergemeinschaft als Außenseiter und Querulant galt. Dementsprechend stellte Paaschen einen Brief an seinen Schüler Walter Gerlach fest, Zitat, keiner will ihn, nur der Minister.
Hintergrund des ministeriellen Votums war, dass Stark seit Mitte der 20er Jahre zu den glühenden Bewunderern Adolf Hitlers gehörte und auch Ende der 20er Jahre, 1930, in die NSDAP eintrat, also zu den alten Kämpfern gehörte, und zudem zusammen mit Philipp Lennart Wortführer der sogenannten deutschen Physik war. Jenes Einbruchs von Obskurantismus und Rassismus in das Wissensgebäude der Physik. In seinem Glückwunschschreiben an den neu ernannten Reichsminister Wilhelm Frick vom Februar 1933 hat er dem Minister angeboten, dass er und Lennart, Zitat, bei der Einflussnahme auf die ihm unterstellten wissenschaftlichen Institute gern unseren Rat zur Verfügung stellen werden. Zitat Ende. Und speziell Starks Interesse an der vakanten Präsidentschaft der Reichsanstalt artikuliert. Starks Interesse war dann mit lancierten Briefen der NS-Betriebszelle an den Minister befördert und schließlich im April mit seiner Ernennung zum 6. Präsidenten der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt gekrönt worden. Stark trat sein Amt zum 1. Mai 1933 an und zu seinem ersten Amtshandlung gehörte es, das Berufsbeamtengesetz an der Reichsanstalt umzusetzen. Zur Umsetzung des Gesetzes wurden noch im April 1933, also unabhängig von Stark, aber natürlich befördert durch die Verwaltung oder die Administration, Fragebögen verschickt. Und hier ist eine Abbildung und das beantwortet vielleicht auch die Antwort sozusagen, wie die wie die Ministerien sozusagen an die Informationen herankamen. Und diese Fragebögen waren weitgehend reichseinheitlich vom Reichsinnenministerium konzipiert worden. Und hier sind mal, das ist sozusagen ein Fragebogen, die erste Seite, die in der PTR hier verteilt wurden. Und rechts ist zum Vergleich mal ein Fragebogen, der strukturell etwas kürzer, aber ähnlich war, die vom Berliner Magistrat an die Mitarbeiter waren. Und das wurde an all jene Beamten verteilt und mit der dritten Durchführungsordnung vom 6. Mai 1933 dann auch an die nicht beamteten Mitarbeiter, das heißt an alle Angestellte und Arbeiter, also an all jene, von denen man annehmen konnte, dass auf sie das Berufsbeamtengesetz zutreffen würde. Also das war doch noch ein hoher, sozusagen auf der Basis von sozusagen der alltäglichen Lebenserfahrung. Nicht? Also es ist interessant, also es ist für mich immer auch eine Frage, nicht? Wie hatte man sozusagen dieses Jüdischsein irgendwie erlebt oder auch definiert? Da scheint es also doch einen großen sozusagen gesellschaftlichen Informationsfluss gegeben haben zu haben. Wann die Fragen hier an der PTR konkret ausgesandt worden, ist für die PTR nicht belegt. Doch kann man wohl davon ausgehen, dass dies wie auch in anderen Institutionen und vor allen Dingen der besten vergleichbaren Institutionen wie die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft dies im Laufe des April geschehen war. Die Betroffenen hatten so neben den Angaben zur Person insbesondere Fragen nach der Abstammung und der religiösen Zugehörigkeit, dies bis zur Großelterngeneration zu belegen. Und auch die politische Komponente zu Parteimitgliedschaften oder politischen Überzeugungen. Es wurde nicht nur abgefragt, waren Sie Mitglied der Kommunistischen Partei oder der Sozialdemokratie, sondern auch Organisationen wie dem Reichsbanner und der Liga für Menschenrechte, die sozusagen als links verortet galt. Dabei folgten diese Fragen strukturell dem Berufsbeamtengesetz. Und hier sind mal die Paragraphen 3, 4 und 6, die maßgeblichen, über die ganz wesentlichen die Entlassungen erfolgten.
Wobei insbesondere eben diese Paragraphen für eine Entlassung von besonderem Gewicht waren. Dies wird insbesondere auch am Fragebogen des Oberregierungsrats und Mitarbeiters der optischen Abteilung Viktor Engelhardt deutlich, dem man seine SPD-Mitgliedschaft und die Zusammenarbeit mit Kurt Severing, dem preußischen oder Innenminister der Weimarer Republik, vorwarf und der auch kurzzeitig sozusagen ins Innenministerium mal versetzt wurde und er hatte da sozusagen Schriften weltanschaulichen und auch Bildungs- und von weiterbildenden Charakter verfasst. Er galt sozusagen, das wurde ihm vorgeworfen und er galt sozusagen oder wurde unter dem Begriff geführt, ein sogenannter Parteibuchbeamter gewesen zu sein. Und dass die NS-Betriebszelle neben solchen, also nicht nur dem Fragebogen, dass nicht nur die Fragebogen haben, sondern dass auch die NS-Betriebszelle durch aktivistische Aktionen und mit gezielten Denunziationen den politischen Umbruch förderten, hatte schon der Fall Bobsin gezeigt. Darüber haben Archivarbeiten, die im Rahmen der Masterarbeit einer Studentin von Frau Manner durchgeführt wurden, gezeigt, dass daneben an der PDR und wahrscheinlich auch an anderen staatlichen Behörden die nationalsozialistische Beamtenarbeitsgemeinschaft sozusagen revolutionäre Wachsamkeit zeigte. So ist ein Briefwechsel zwischen der Arbeitsgemeinschaft und dem Reichsinnenministerium bezüglich des Falls Engelhardt dokumentiert, der Engelhardt vorwirft, sich anhängigen Entlastungsverfahren durch eine Bürgschaft seines Vorgesetzten Professor Ernst Gerke und einem Schreiben an den PTR-Präsidenten von seiner marxistischen Tätigkeit und seiner persönlichen Beziehung zum SPD-Politiker Rudolf Severing zu entlassen. Dies gebe aber, so heißt es in dem Brief, Zitat, in vielen Punkten nicht den wahren Sachverhalt nieder, weshalb man vorschlägt, Zitat, sich an Engelhardt persönlich anzusehen. Dies bestätigt die Einschätzung von Hans-Joachim Häuser in einem Buch, das vor schon 30 Jahren etwa erschienen ist, dass der Nationalsozialistische Bund Beamtenarbeit, die Nationalsozialistische Beamtenarbeitsgemeinschaft zu den einflussreichen Organisationen in der Frühzeit der NS-Diktatur gehörte und sich durch Zuträgerdienste für das Innenministerium und die NSDAP hervortrat. Zitat, sie agierte in verschiedenen Zuständigkeitsbereichen, unter anderem als eine Art Verwaltungspolizei, die missliebige Personen denunzierte, politisches Fehlverhalten meldete und sogar Säuberungslisten zusammenstellte. Ursprünglich wurde den Befragten eine Frist von 3 Tagen für das Ausfüllen des Fragebogens eingeräumt, was sich jedoch als illusorisch erwies, denn allein schon die Recherche nach jüdischen Vorfahren erwies sich als sehr viel zeitraubender und auch die Darstellung bzw. Bewertung einzelner politischer Aktivitäten war nicht binnen Tagesfrist zu erbringen. Überhaupt, der ursprünglich ins Auge gefasste vorübergehende Gültigkeitszeitraum des Gesetzes bis Juni 1933, es sollte ja nur für eine der Nationalrevolution geschuldeten Übergangs gültig sein, obwohl diese Frist dann immer wieder verlängert wurde und erst durch das Reichsbürgergesetz von 1935 war dann das Provisorium aufgehoben. Schon am 24. Juli 1933 konnte PTR-Präsident Johannes Stark an den Reichsinnenministerium melden, dass die Durchprüfung des Personals der physikalisch-technischen Reichsdarstellung aufgrund § 2 bis 4 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 beendet seien, bis auf einen Fall nach § 4, über den noch Entscheidung zu treffen ist. Bei dem noch offenen Fall handelt es sich um das
Entlassungsverfahren von dem schon erwähnten Viktor Engelhardt, dessen Bearbeitung sich im Übrigen der PTR-Präsident vorbehalten hatte und der schließlich im August auch zu den Akten gelegt wurde, durch einen Erlass wurde Engelhardt aus dem Dienst entlassen und bezog dann vom 1. Januar 1934 Abruhegeld. Neben Viktor Engelhardt gab es noch einen zweiten wissenschaftlichen Beamten, der aufgrund des Berufsbeamtengesetzes seine Anstellung verlor. Es war der Wärmetechniker Max Jakob, der aber, und das weist wieder auf eine auf die Struktur des Gesetzes hin, und Michael Grundner hat darauf hingewiesen, er war sozusagen wegen des Frontkämpferstatuts erst davon von der Entlassung ausgenommen. Er wurde dann erst nach Verabschiedung des Reichsbürgergesetzes 1935 in Ruhestand gesetzt. Er ist dann im Anschluss einer Vortragsreise, die er in Amerika wahrnahm und sich zunächst, also stand die Rückkehr zurück. Jetzt war immer das Problem auch, dass die Leute ja noch eine Pension bekamen und die ihnen zumindest das Überleben sicherte. 1935, 36 war ja sozusagen noch nicht Auschwitz sozusagen am Horizont. Und insofern war die Pensionsfrage bei allen emigrierten Wissenschaftlern, hatte einen hohen Stellenwert. Und deswegen versuchte man sozusagen die Emigration herauszuzögern oder hoffte auf eine Besserung der politischen Situation, so auch bei Jakob. Er bekam dann aber doch im Rahmen dieser Vortragsreise ein Angebot einer amerikanischen Technischen Hochschule, würde man sagen, sehr reputierlich. Und er nahm die an und startete jetzt nochmal, kann man sagen, durch. Er machte eine sehr reputierliche wissenschaftliche Karriere in Amerika und er ist eines der Beispiele, die ja auch sozusagen in der Immigrationsforschung sehr interessant sind, wie der Wissenstransfer durch Immigration erfolgte. Dazu wird im Anschluss noch Ludger Dini einiges sagen, so dass ich das hier abkürze. Er hat dann Karriere gemacht als Professor, indem er sozusagen dieses Gebiet der Wärmeleitungsforschung in Amerika sozusagen implementierte und zur Blüte brachte. Und er ist sozusagen für seine Verdienste, wird seit 1961 von der American Society for Mechanical Engineers der Max Jakob Award verliehen. Also eines der seltenen Beispiele, wo Immigranten doch wieder in ihrer neuen Lebensumfeld sich integriert haben. Ich will es dabei belassen, weil Herr Dienel dann noch sehr viel ausführlicher noch ankommt. Weitere Beispiele von Entlassung aus dem Bereich, heute wollen wir sagen, des höheren Dienstes, also der Regierungsräte und der Oberregierungsräte, ist der Justiziar Kurt Schweizer, auf den später auch noch einem speziellen Vortrag eingegangen wird. Und sodass ich hier bloß seine Lebensgeschichte, er ist auch noch ein Beispiel, einer der wenigen Beispiele, wo die Entlassung über den Paragraph 6 erfolgte. Also er war Jude, das bot sofort den Anlass, aber man versucht ihn, weil er erst 1930 sozusagen im Rahmen einer institutionellen Bereinigung, also die Institution, wo er bisher arbeitete, wurde geschlossen und so musste ein Beamter versorgt werden, nicht? Und er ging an die PTR und blockierte da eine Planstelle, was sozusagen schon vor 33 ein Problem war, aber jetzt benutzt wurde, um ihn vielleicht woanders hinzuversetzen, damit auch das Problem loszuwerden, weil nämlich Stark als Präsident war es nicht so angenehm, einen loyalen Staatsbürger, der
sich im konservativen Bereich durchaus weltanschaulich bewegt hatte, wie die, zumindest wie die Beurteilung wie, und ein Frontkämpfer sozusagen in die Pension zu schicken, die natürlich mit erheblichen, nicht nur Reputationsverlust, sondern auch mit erheblichen materiellen Verlust verbunden war. Aber da führte dann kein Weg hinweg und er ist dann 1934 zwangspensioniert worden. Über den Lebensweg will ich später noch was sagen. Und er ist dann in England, nach England emigriert und ja, konnte aber sozusagen an die Karriere, die er in Berlin hatte, an sich nicht mehr richtig anknüpfen. Er hat seinen Lebensunterhalt ja, fleißig verdienen müssen und ist dann 1973 gestorben. Es, ein weiteres Beispiel ist der Wärmetechniker, der Physiker Walter Giobeck, dessen nicht-arische Abstammung aber erst 1938 zur Entlassung führte, obwohl sie sozusagen bekannt war, denn 1932 hatte der Senat der Technischen Hochschule Dresden ihm das ein Ehrendoktor verliehen, das aber sozusagen nicht mehr sozusagen ausgehändigt wurde oder blockiert wurde wegen seiner nicht-arischen Herkunft. Diese Ehrung, aber auch seine Tätigkeit an der PTR zeigt, dass er ein hochkarätiger Spezialist im Bereich der Photometrie war. Unter anderem war er Vertreter der Reichsanstalt in internationalen Gremien und Stark scheint hier auch versucht zu haben, ihn zu halten und beim Reichserziehungsministerium eine Ausnahmegenehmigung zu erwirken, was aber scheiterte. Also vom Ministerium wurde ihm gesagt, hier gibt es keinen Handlungsspielraum und dem hat sich Stark dann natürlich sofort angeschlossen, sodass Giobeck 1938 zwangspensioniert wurde, allerdings wohl aus gesundheitlichen Gründen. Also die offizielle Entlassungsgrund oder Pensionierungsgrund wurde dann irgendwie der Gesundheit zugeschrieben. Giobeck zog sich dann als Privatier nach Plau an See in Mecklenburg zurück und es ist interessant, ich wusste von Giobeck durch einen Bekannten, der in Plau an sagte, also er weiß, so in der Kriegszeit war hier so ein wunderlicher Herr, der war Physiker, den habe ich zur Kenntnis genommen, aber nicht weiterverfolgt, leider. Nicht? Er war dort bis nach dem Krieg, war dann auch noch Amtsrichter in Mecklenburg. Also er war wie vielfach dann ja, in der Nachkriegszeit Leute, die politisch unbescholten waren, rückten in solche Positionen, wurden von der Militäradministration oder wen auch immer zu Bürgermeistern oder eben Amtsrichtern. Das hat Giobeck gemacht, ist dann aber 1948, als sich die Situation der PTR, der Aufteilung durch Ost und West und West-Berlin etwas geregelt hat, hier nach Berlin, also an die damals noch PTR heißende bis 1952, hier nach West-Berlin gekommen, war dort wieder Laborleiter und ist dann 1954 pensioniert worden und und dann 1957 gestorben. Mehr kann ich leider nicht sagen, weil eine Nachrecherche zu ihm, ja, wegen Corona und man muss jetzt in den Archiven ein halbes Jahr oder noch länger warten. Ja, aber in der Druckfassung wird es wahrscheinlich sein. Michael, du sagtest das schon sozusagen früher, aber verstärkt wurde sozusagen seit Kriegsbeginn, glaube ich, wurde auch gegen die in zumeist unteren Stellung der Verwaltung verbliebenen jüdischen Mitglieder vorgegangen und ihr Status überprüft. Und im Rahmen dieser Säuberungswelle verlor hier an der PTR nochmal, und das ist der letzte sozusagen hier Entlassene, ein Physiker namens Dr. Koch im Sommer 1942 seine Anstellung. Und dies habe ich durch Zufall sozusagen und durch Hinweis unseres Archivars nur entdeckt, in einem Brief Laues an Walter Meißner, der sozusagen im Münchner Archiv ist. Und dort kann man eben lesen, die Reichsanstalt hat den
Dr. K.M. Koch Knallauf Fall entlassen, weil er sich als Mischling zweiten Grades bezeichnet hat, während eine Wiener Auskunftsstelle ihn als Mischling ersten Grades bezeichnet. Die Auffassung, ob er als Jude zu rechnen ist oder nicht, sind verschieden. Nun sucht er nach einer Industriestellung. Ja, das war sozusagen auch ganz typisch, also bei diesen Sachen ist man sehr stark auf Zufälle, nicht? Also Jubek oder auch die großen Fälle sind immer bekannt, nicht? Aber die Feinstruktur ist wie Wiener Spektroskopie auch immer schwierig zu erschließen. Obwohl Einstein kein Mitarbeiter der PTB war, ein entsprechendes Angebot von Emil Warburg hat er 1913 ausgeschlagen und war lieber Professor als Professor nach Zürich gegangen. Er ist erst dann zwei Jahre später unter deutlich besseren Konditionen hier nach Berlin gekommen. Und Einstein gilt ja sozusagen als das prominenteste Beispiel der NS-Vertreibungspolitik, weil er sozusagen als, ja, nicht nur als Jude und auch bekennender Jude, also Anhänger des Zionismus, sondern auch als Demokrat und Freigeist sozusagen und als Repräsentant der modernen Physik sozusagen im Fahnenkreuz der Nationalsozialisten stand. Man kann ihn auch zu den aus der PTR vertriebenen Wissenschaftlern zählen, denn er war im Dezember 1916 noch durch den deutschen Kaiser zum Mitglied des Kuratoriums, also sozusagen des Aufsichtsrats der PTR, ernannt worden. Und die nationalsozialistischen Machthaber und speziell Stark, für den Einstein sowohl Repräsentant der verhassten Weimarer Republik und aber vor allen Dingen auch ein Vertreter oder auch der führende Repräsentant der modernen Physik war, hatten nichts Eiliges zu tun, als ihn bereits im April 1933, also aus dem Kuratorium zu entlassen. Das ist sozusagen die Entlassungsschrift. Das geschah natürlich im Zusammenhang mit den Diskussionen, die um Einstein an der Berliner Akademie erfolgten, mit seinem Ausschluss, der etwa parallel dazu läuft. Ja. Ganz ähnlich wurde mit Max von Laue verfahren, der seit 1924 im Nebenamt als theoretischer Berater an der PTR wirkte. Er galt ebenfalls als Repräsentant der modernen Physik und war außerdem noch enger Freund Einstein und vor allen Dingen der Intimfeind von Johannes Stark. Insofern war es keine Überraschung, wenn diesem, also Laue, im Sommer 1933 ebenfalls die Zusammenarbeit gekündigt wurde und er in der PTR zur Persona non grata wurde. Die eben kurz genannten Fälle kann man, wo es noch sozusagen einen umstrittenen Fall gibt, und das ist, ja, okay, also dieser Anton Weber, der hat sozusagen nach dem Krieg seine Verfolgung erst reklamiert und seine Entlassung ist aber, würde man sagen, umstritten. Er reklamiert dafür, dass er wegen seines katholischen Glaubens verfolgt wurde, was aber ein Problem ist und Stark stellt das anders dar. Also das würde ich mal sozusagen im Raum, ohne jetzt das zu bewerten. Ich habe hier noch eine Gruppe von, die fängt an hier mit Wolfson und geht bis Rabinowitsch. Das sind vier Leute, die an der PTR als Stipendiaten oder Gäste wirkten. Zu denen wird Stefan Wolf noch etwas sagen. Hier ist die
die Sachlage auch sehr unklar, weil eben hierzu kaum Archivmaterial ist. Man findet auch bloß Hinweise in Briefe und so, aber die wurden einfach dann nach Auslauf ihrer Verträge sozusagen gegen sie ihrer Stellung hier verloren. Also ein Mann wie Reichenheim, der hatte über 10 Jahre seinen Gaststatus und hat ja sehr wichtige Arbeiten zur Gasentladungsphysik zusammen mit Gerke gemacht. Ja, das nochmal. Dann gibt es jetzt hier eine Gruppe, das sind Leute, die in der zweiten Hälfte der 30 Jahre ins Fahnenkreuz sozusagen der Säuberung kamen. Das waren Leute, die Logenmitglieder waren und die zumindest in ihrer Tätigkeit eingeschränkt wurden. Sie durften bestimmte Dinge nicht mehr tun, also auch hoheitsrechtliche Sachen. Und sie wurden so vielfach aus ihren Positionen rausgegrault, muss man sagen. Sie wurden nicht in starken Fällen werden sie also führend in Logentätigkeit. Dann wurden sie auch entlassen, aber diese Fälle waren hier in der Grauzone. Es gibt dann noch einen Prominenten, August Wettauer, der war im optischen Laboratorium und der wurde bis zum Ende, eben weil er fachlich sehr kompetent und exzellent war, wurde von Stark und anderen denn hier gehalten. Ein Fall auch noch, Georg Langwein, der auch im Bereich der Verwaltung wohl war, wurde auch denunziert durch die Arbeitsgemeinschaft, dass er als aktiver Teilnehmer der Provinzialsynode aktiv war. Also dahinter stand die bekennende Kirche und das wurde auch von ihm sozusagen wurde darauf gedrängt, ihn zu entlassen, wogegen auch Stark sozusagen den Einschritt, dass es sozusagen doch noch im Rahmen sozusagen des christlichen Bekenntnisses zu sehen und ja. Kommen wir vielleicht zum Schluss kurz zu einer Einschätzung. Auch in dieser besagten Masterarbeit hat sich Frau Manner auch beschäftigt, über wie der Mitarbeiterbestand sich verändert hat und das sozusagen auch orthogonal zu dem, was man bisher so als Mythos der PTR sagt, nicht im Dritten Reich. Sie wäre eben durch die Präsidentschaft zwei exponierter Nationalsozialisten, Stark und später Eser, wissenschaftlich runtergewirtschaftet worden und hätte ihren Status verloren. Das ist so wahr, wie es falsch ist. Es gab eine Umgruppierung in Richtung dann auch angewandter Forschung im Sinne von Autarkie und auch militärtechnischer Forschung, aber die Entwicklung der PTR hat im Grunde profitiert, weil sowohl das Budget als auch die Mitarbeiterzahlen, die hier mit dem Vierjahresplan gehen sie auch mal stark in die Höhe. Das ist jetzt nicht unser Problem. Aber wenn man mal jetzt diese Jahre 33 bis 36 als die entscheidenden Jahre für die Entlassung zusammenführt, so hatte die PTA etwa knapp 400 Mitarbeiter, davon 136 Wissenschaftler, 7 Stipendiaten, die nicht in ihrer Mitarbeiterzahl sich auftauchen und etwa 200 Techniker und 660 Leute in der Verwaltung. Wenn man das jetzt mal sozusagen in Relation zu den Beamten, den Wissenschaftlern, nicht, also 4 eigentliche Wissenschaftler und hier noch den Kurt Schweizer als Verwaltungsbeamten, aber auch in der Stellung eines Regierungsrats und den Streitfall hier, dann kommt man sozusagen auf eine Prozentzahl von 4 oder 4,5%.
Wenn man dies sozusagen in den, mit den wissenschaftlichen Stipendiaten und Gästen sozusagen, dann kommt man ja schon eine höhere Zahl. Und bei den Beamteten, Wissenschaftlern, Stipendiaten und Gästen haben wir 8 Fälle, dann kommt man bei 6 oder 7%, bei Technikern 2%. Insgesamt fällt das sozusagen etwas raus aus den Zahlen, die wir vorhin gehört haben. Ist sozusagen eher an der unteren Grenze, aber da nochmal fast die Hälfte, also als den wenigsten betroffenen Instituten wie Rostock oder Tübingen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was könnten die Gründe sein? Eine Sache muss man sagen, die Datenbasis ist hier relativ unsicher, nicht? Wir wissen zwar bei den Wissenschaftlern, aber darunter wissen wir es nicht. Und dann ist die Frage natürlich auch jetzt bei dir, du hast ja bloß die Ebene der Wissenschaftler, Michael. Nicht? Und wir gehen an sich viel tiefer, nicht? Wir nehmen die Techniker also, und auch Verwaltungspersonal, soweit wir es kennen. Aber da ist auch eine hohe Unsicherheit noch. Nicht, so, und als Gründe, aber hier bin ich auch unsicher, muss ich ganz klar sagen, nicht? Das sind hier die Vergleichssachen nochmal, nicht? Also an den 23 Universitäten wurden etwa 20%, in Berlin sozusagen, Hamburg über ein Drittel und bis Tübingen 4%. Zahlen können sich ein bisschen abweichen, weil ich hatte noch nicht deine Zahlen, sondern aus der allgemeinen Literatur. Ich in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als die vergleichbare Institution sind eben etwa über 10% und am Haber-Institut als das von der Entlassung am stärksten betroffene Institut sind 20%. Ja, was könnte man jetzt die Gründe dieser Unterschiede sagen? Da fällt mir als erstes ein sozusagen der Behördencharakter der PTR, die sowohl sozusagen eine noch konservativ geprägte Beamtenschaft, das bezog sich nicht nur auf die Politik, sondern auch auf die Wissenschaft. Nicht? Also es gibt dieses Bonmot von Friedrich Paaschen, den wir schon erwähnt haben, der als er aus der Hochschule sozusagen an die PTR kam und feststellte, also die Herren an der Reichsanstalt sind eigentlich keine richtigen Physiker mehr. Sie sind sozusagen Beamte, die den Kohlrausch, das ist sozusagen das führende, also damals das führende Handbuch oder Lehrbuch für in der Physik oder der Messtechnik, das dort beschriebene, also die Messverfahren in höchster Präzision sozusagen bis zur x-ten Kommastelle machen, nicht? Also das war bekannt, nicht? Und das hat natürlich, wie du ja auch sagtest, nicht? Also im Grunde ist es weniger das Verhalten im Dritten Reich, sondern das Verhalten vor 33, das schon sozusagen hier wie eine Schleuse gewirkt hat. Und man muss auch so sagen, an einer Institution wie der PTR gab es doch einen noch geringeren Bruch mit der wilhelminischen Gesellschaft als eben an den Unis und oder auch an der KWG. Die KWG war ja eine Neugründung und öffnete gerade auch Leuten einen Karriereweg, der an den Unis stärker limitiert war, nicht eben Juden, Frauen. Auch Leute aus den interdisziplinären Fächern, die sozusagen an den Unis noch nicht institutionalisiert waren. Und das war natürlich auch an der PTR nicht gegeben. Nicht? Und das ist auch der Unterschied zwischen diesen beiden Institutionen, die man namhaft machen kann. Und es gab eben auch eine starke Steuerung der Personalrekrutierung. Das eben dann sozusagen dazu, zu dieser Differenzierung führte. Das ist eben auch kein Zufall, nicht, dass Leute wie Ernst Gerker, ein exzellenter Physiker,
eben aber schon sehr früh zu den Kritikern sozusagen der modernen Physik und speziell Einsteins gehörte und dann sozusagen auch in Richtung NS und deutscher Physik driftete, aber den Schulterschluss, den öffentlichen, doch irgendwie immer doch weitgehend zu vermeiden suchte. Aber er war ganz klar. Ja, damit wäre ich sozusagen am Ende und Sie sehen, ist also auch noch Work in Progress. Und ja, wenn jemand noch Ideen hat, wie man sozusagen die Zahlen interpretieren, auch im Vergleich interpretieren könnte, bin ich für jeden Hinweis dankbar. Schönen Dank. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die in vielen Fällen sehr akribische Arbeit und dann auch die Zufälle, die diese Recherchen dann mit sich bringen und diese Dokumente dann plötzlich zum Vorschein bringt. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, es gab jetzt 2, 3 Fragen. Also könnten Sie bitte ans Mikrofon kommen und dann... In beiden Vorträgen spielte eine gewisse Rolle die Frage der Differenzen zwischen verschiedenen Institutionen hinsichtlich der Berufung von Juden oder Nicht-Ariern vor 1933 und in die entsprechende Zahlen von Entlassungen nach 1933. Dem liegt aber doch ein weiteres Problem zugrunde. Wie konnte man vor 1933 überhaupt feststellen, ob jemand nicht Arier war? Ich habe mir darüber mal Gedanken gemacht. Es gab ja Nachschlagewerke, wie zum Beispiel den Semi-Kirschner, ein dickes Nachschlagewerk, in dem Namen vorhanden waren und auch einzelnen Institutionen wie Universitäten, namentliche Listen. Das war aber nicht besonders zuverlässig. Es gab dann aber ab Ende der 20er Jahre schwarze Listen, die gedruckt waren, aber irgendwie so subkutan zirkulierten. Und die Frage, die ich eigentlich an beide habe oder hätte, ist die, spielten solche Sachen eigentlich eine Rolle oder wie ging dieser Informationsfluss vonstatten, der dazu führte, dass man sagte, aha, der und der, den können wir nicht brauchen oder der ist Jude. Ich meine, reine Namen sagen häufig nicht viel. Süß und Hirsch, da gibt es eben halt Juden und nicht Juden von. Und irgendwelche Zugehörigkeiten zu Synagogengemeinden sagt auch nicht viel. In Göttingen zum Beispiel, da gab es einen einzigen von diesen 52 hier genannten, Edmund Landau, der zu dieser Gemeinde gehörte. Also wie ging diese Feinmechanik der Identifikation des Jüdischseins vonstatten vor 1933? Ja, ich will mal kurz beantworten, kannst du auch noch was sagen? Also das weiß ich nicht genau, aber ich habe darauf hingewiesen, es gab natürlich immer so eine aktivistischen Gruppen wie diese Arbeitsgemeinschaft, die werden sich sicherlich in solchen Publikationen, die es ja gab, informiert haben. Nicht? Also, dann muss man natürlich auch sagen, die verfasserte Gesellschaft war eine andere als heute. Es war noch geschlossene Gesellschaft, wo man sehr wohl wusste, woher kam er und so. Und also ich kann mich erinnern, bei uns in der DDR spielte das Jüdischsein kaum eine Rolle. Ich wusste nicht, wer jüdischer Herkunft war oder so. Aber ich bin mal mit einem Kollegen aus Amerika, David Kane, über den jüdischen Friedhof in Weißensee zusammen mit einem anderen Freund von Kane
der später prominent wurde, über den jüdischen Friedhof gegangen und da sagte der Kollege aus der DDR, tja, mein Großvater, konnte mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, wer Jude war oder wer nicht. So aus dem Namen, aus bestimmten Lebensläufen oder anderen Sachen, nicht? Also mag jetzt ein bisschen bizarr klingen, aber ich denke, so war die Lebenswirklichkeit, dass man irgendwie, damit war natürlich Gerüchten und auch Denunziationen Tür und Tor geöffnet. Es gibt ja auch Beispiele, nicht, wo Leute denunziert wurden, Otto Hahn zum Beispiel, nicht, oder andere Leute, wo es dann klar war, dass das instrumentalisierte Anschuldigungen waren. Ne? Aber ich kann im Grunde keine scharfe Antwort geben. Ich kann mich ergänzen. Ja, das ist, ich denke, man muss sich zunächst mal vor Augen führen, das geht um sehr kleine wissenschaftliche Communities, mit denen wir es damals zu tun hatten, nach heutigen Maßstäben, sehr kleine wissenschaftliche Communities, in denen man sich in der Regel auch persönlich mehr oder weniger gut kannte. Und das Erstaunliche ist, dass nach meinem Eindruck bei der relativ geringen Zahl der Juden im konfessionellen Sinne ziemlich gut bekannt war, wer jüdisch und wer nicht jüdisch war, während bei den sogenannten Nicht-Ariern, die also vielleicht ein oder zwei jüdische Großelternteile hatten, da war das sehr viel weniger bekannt. Und das machte sich auch dann vor 1933 bei Berufungen sehr deutlich bemerkbar. Wir haben in der mehrbändigen Geschichte der Humboldt-Universität eine schöne Statistik veröffentlicht, in dem es um die Karrierechancen der verschiedenen konfessionellen Gruppen geht. Und daraus geht sehr deutlich hervor, dass die Karriere und die Chancen von jüdischen Wissenschaftlern auf einen Lehrstuhl berufen zu werden, weit vor 1933 weit unter dem Durchschnitt lagen, während die Getauften, die vielleicht 1, 2, 3 jüdische Großeltern hatten, die aber Protestanten waren, die hatten im Grunde genommen durchschnittliche Karrierechancen. Deren Möglichkeit, berufen zu werden auf einen Lehrstuhl, entsprach ungefähr dem der übrigen Mehrheit. Sie wollen auch direkt? Ganz kurze Ergänzung, ja. Es gab, mir fällt jetzt der Name nicht ein, es gibt praktisch einen Vorläufer des Rassenforschungsamtes. Da ist schon in den 20er Jahren sind Daten gesammelt worden. Mir ist beispielsweise bekannt, dass der Lehrstuhlinhaber Physik in Rostock, Krüger, da finanziell unterstützt hat. Es gab also sozusagen jemanden, der Daten gesammelt hat. Und dass das eine Resonanz im deutschnationalen Bereich fand, dass man sozusagen da Karteikarten schon hatte, ehe das Rassenforschungsamt begründet wurde. Und diejenige Person ist dann praktisch auch in dieses Amt übernommen worden. Ich war hier noch, obwohl vielleicht ein bisschen abwegig ist. Auch heute funktioniert ja solche. Ich kann sagen, in den 90er Jahren konnte ich in meinen Seminaren mit hoher Trefferquote sagen, wer aus dem Osten und wer aus dem Westen ist. Das hat sich deutlich reduziert, nicht? Aber es gibt dieses Phänomen immer noch. Vielen Dank für Ihre beiden Vorträge. Ich würde, da ich unter anderem in einer nicht ganz unähnlichen Situation bin zur Forschung, zur Wissenschaft in der DDR, würde mich ein bisschen mehr interessieren, wie Sie bei Ihrer Recherche vorgegangen sind, nach einzelnen Personen, also nach Biografien, nach Entlassungsgründen und auf welche Quellen Sie sich vorwiegend stützen, beziehungsweise wie Sie dann auch bei dem technischen und bei dem Verwaltungspersonal vorgegangen sind. Vielen Dank. Ja, man kann nur sozusagen die Literatur zur Kenntnis nehmen, nicht? Also die Statistiken, die schon da sind. Dann gibt es bei der PTR eben Akten im Reichserziehungsministerium, also die generell auch Personalakten. Und dann ist eben, also von meinem Sample, das ja relativ klein ist, nicht? Da ist etwa ein Drittel durch Zufall, nicht? Dass ich sozusagen eine Mail von Herrn Bobzin bekam, dass ich auf diesen Brief von Lauer aufmerksam gemacht wurde oder die Sache mit Giobeck.
auch da ist in hohem Maße eben so kriminalistisch, fast würde ich sagen. Die letzte kurze Frage bitte. Referenten, wie eigentlich die Wiedergutmachung nach 1945 erfolgt. Das ist aber ein anderes Thema. Zu der Frage nach der Findung der jüdischen Abstammung möchte ich Folgendes sagen. Es ist auffällig, dass junge Studenten jüdischen Glaubens und jüdischer Herkunft in dem Moment, wo sie Staatsexamen, erstes oder zweites Staatsexamen, insbesondere für den Lehrerberuf ablegten, übertraten zum Christentum, sich taufen ließen. Und die Personalbögen der Studenten, das weiß ich aus der Geschichte in Greifswald, die zeigen schon nach der Jahrhundertwende genau diese Nachfrage nach der religiösen Einbindung. Nicht? Und insofern war aktenkundig, wie dieser Nachweis sich vollziehen konnte. Und das andere ist, das erklärt auch den Tatbestand, dass Studenten und Bürger jüdischen Glaubens so frühzeitig promovierten, bevor sie überhaupt ein Lehrerexamen machen konnten oder Referendar werden konnten. Und überall stand in den entsprechenden Fragebögen diese Frage nach der religiösen Bindung.